Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront, zusammen mit dem Alex von Noobtown Gaming. Hi Leute, grüßt euch. Wir spielen heute Wendepunkt auf der Karte Außenposten Beta, die wir, wie wir festgestellt haben, eben der Alex und ich, schon lange nicht mehr gespielt haben. Ja, und die wir unbedingt mal wieder spielen wollten. Und ich hoffe, dass ich da weitermachen kann, wo ich letzte Episode mit aufgehört habe, nämlich Cycler-Gewehr-Kills machen. Thermal-Imploder, Junge. Ich brauche irgendwo ein leichtes Opfer, einer mit wenig HP. Ja, die stehen direkt davor. Hier. Wo? Ich sehe da hinten ganz viele, aber... Ja. Aber die haben alle volle AP. Ja, dann schieße ich halt ein paar an. Und die bewegen sich so schnell, da treffe ich nicht. Toll. Ich glaube, jetzt habe ich in dich reingeschossen. Auf jeden Fall habe ich meine Kugel nicht fliegen sehen. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach vorne. Aber da ist ja nicht so ein bekackter Turm. Ja, ich hasse die Leute, ne? Das sind wirklich die Schlimmsten. Das sind noch, die sind noch schlimmer als die Leute, die das Schild benutzen. Die Leute, die immer im Turm sitzen. Und das auch stundenlang. Die gehen da gar nicht mehr raus. Die spielen einfach die ganze Episode, das ganze Spiel über im Turm. Ja, du kriegst sie auch nicht weg, ne? Ich hab schon wieder... Wegen diesem verkackten Orbitaleinschlag, der hier war, habe ich jetzt gerade hier voll... Warum der mit seinem Turm? Rakete. Bist du im Turm jetzt? Fresse, ja Mann, komm her. Bam, ey, Wichser. Oh, jetzt zieh ich aus dem Turm raus. Eigentlich zu blöd. Hast du keinen Bock, die ganze Episode im Turm zu sitzen? Nee, ich mag das eigentlich überhaupt nicht. Jawohl, ich hab wieder einen. Nice. Langstreckenkopfschuss angeblich, der stand direkt vor mir. Naja, egal. 5 Kilometer. Vor allen Dingen stand da gar nicht, ich hätte 10 Langstrecken. Wann denn? Insgesamt, oder was? Ja, wahrscheinlich. Alter, wo werde ich überhaupt schon wieder angeschossen? Was ist wieder kacke? Oh, komm, sag gleich wieder Action. Nächster Kill, komm schon. Da ist einer direkt bei dir. Nein! Wo? Im Sprungpad. Wo? Im Sprungpad ist er da hingesprungen, rechts von dir irgendwo. Ah, hinterm Hügel wahrscheinlich. Ich sehe hier nix. Wir hatten eigentlich den scheiß Graben hier ausgehoben, ey. Ja, die armen Leute. Da rechts ist einer, der auf dich schießt irgendwo. Ja, ich muss weg. Oh, da hinten steht einer. Den hol ich mir. Komm schon. Nein. Die Kugel kommt gar nicht an. Was ist das für ein Scheiß? Die Cycler-Gewehrkugel, die fliegt gar nicht unendlich weit. Die löst sich irgendwann auf. Das ist voll realistisch. So eine Kugel, die sich einfach dematerialisiert. Afulubulu. So wieder, ey. Komm wieder in deinen Turm zurück. Wer macht dir diese Orbitaleinschläge die ganze Zeit? Weiß ich nicht. Vor allem auch die eigenen Freunde. Das ist doch Quatsch, ist das doch. Oder das ist irgendwie vom Computer. Da ist wieder einer. Da hinten, rechts, rechts, rechts sind ganz viele. Ja, der eine, den habe ich schon richtig eine gedrückt und der hat natürlich wieder 5 HP und entkommt. Oh, ich hasse sowas. Mm. Du musst echt einen Kopfschuss machen mit dem Cycler-Gewehr, ansonsten... Ich hab das noch nicht mal. Ja, das ist, glaube ich, das allerletzte, was man freischaltet. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal dahin. Ich kann mich mal am Arsch lenken. Ja, das ist das Problem. Wie kommt man da hin? Wenn die da so am Rumcampen sind. Die sind einfach zu weit weg. Alter, was schießt mich denn da schon wieder ab? Da sitzt schon wieder der Afgulagula, sitzt schon wieder im Turm, Junge. Jetzt pass auf, jetzt fick ich kaputt. Ich schwör's dir, ey. Wir sollten uns vielleicht mal darauf konzentrieren, auch, dass wir was einnehmen. Sonst ist die Runde ganz schnell vorbei. Ich ja, aber wo ist er denn jetzt? Hier nur darauf konzentrieren, dass ich Leute töte. Ja, die sind natürlich wieder 2 oder 3 gegen einen. Ah. Wo ist denn der Afgulagula jetzt? In welchem Turm ist er? Ich mach Messer, Junge. Komm her. Ist denn unser Team allgemein so schlecht? Oder liegt es daran, dass die Karte... Also ich hab jetzt schon so viele Kills wie gestern. Ja, ja, ey, gut. Ey, Mann, es ist doch behindert. Du läufst tot. Du läufst tot. Ja, es ist halt eine extremste Camper-Map, ne? Glaube ich. Ich hab die auch in Wendepunkt, glaube ich, noch nie gespielt. Ich auch nicht. Sollten vielleicht nicht in den Orbital. Ach, nee, ist er gar nicht. Ja, ich hab ihm nicht Catshot gegeben, nein. Ach komm, nee, komm, ich hab. Nee, komm, nach der Runde mach ich raus. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, man, das ist doch scheiße. Es kann doch nicht sein, dass man ein Spiel spielt. Ja? Und nach. Wir haben. Wie viele Runden haben wir gespielt? 3 Runden. Mhm. Ne? Und nach einer Runde hast du schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Na gut, ich hab dann trotzdem noch Spaß, auch wenn ich mich aufrege. Nee, ich überhaupt. Es nervt mich einfach. Ja, ich hab auch noch Spaß, ja. Aber es nervt mich. Es nervt mich halt einfach. Wenn du
so unrealistisch. Du schießt auf einen, du schießt, als ob du mit, mit Reiskörnern werfen würdest oder so. Oder mit Lima-Bohnen. Na gut, aber Bullshit den anderen ist das. Genauso. Das Problem ist nur, dass die halt viele campen und so, ne? Ja, da krieg ich einfach eine Granate ins Gesicht. Ohne, dass der weiß, dass ich da bin. Einfach so, weil der richtig Glück hat. Sowas regt mich dann am meisten auf, wenn jemand richtig schlecht spielt, aber damit mich noch killt. Ja. Nee, also, ganz ehrlich. Jetzt weiß ich auch, warum ich das Spiel nicht so oft bringe, ey. Jetzt will ich einfach schlechter spielen. Nee, ich habe aber, manchmal habe ich so richtig, also akzeptabel, richtig gute Runden habe ich nie. Ja, dafür muss Rainbow Six oder sowas spielen, ja. Aber also, akzeptable Runden, wo es mir Spaß macht. Komm! Das war ein krasser Rape, würde ich sagen. Ja, wir hängen aber jetzt eine Runde dran, oder? Ja, ja. Nee, ich aber hoffe manchmal mal, die Karte so wechselt. Obwohl, nee, auf Seite des der Rebellen würde ich jetzt des Imperiums. Was hat denn der für ein Stern, für ein Zeichen da? Der Marcel 1, das 2, ist, 3. Weil der in dem Raumschiff sitzt im Moment. Das ist hinzugefügt worden mit dem letzten Patch. Was für ein Raumschiff? Ja, in so einem A-Wing sitzt der. Und der, bei dem Imperium war einer, der sitzt im AT-ST, der hatte so einen kleinen AT-ST vor seinem Namen. Ach so. Ah, kannst du direkt die Bobs rausfiltern, oder was? Genau. Nee, aber es ist, also manchmal, nee, weiß ich nicht. Treffe ich, ich habe schon wieder 1 zu 10. Das macht doch keinen Spaß zuzugucken, ganz ehrlich. Das macht doch keinen Spaß zu spielen. Ja, das Spiel selber gefällt mir sehr gut. Ich mag nur den Spielstil von vielen Leuten nicht. Das halt, und ich verstehe auch nicht, warum sowas nicht gepatcht wird, beziehungsweise, ja, warum es überhaupt implementiert ist. Zum Beispiel diese Türme, die braucht kein Mensch. Für was sind die? Die ja, sind dafür um die gemacht, ATSTs abzuschießen. Ja, aber dann... Die sind dafür gemacht, um andere abzufucken, richtig. Genau ja. Dafür. Genau. Ich finde auch die ATSTs fucken ab. Ich finde die Fahrzeuge allgemein fucken ab. Bei vielen Spielen. Na gut, die ATSTs sind einfach OP, ne? Also. Ja, deswegen verstehe ich nicht, warum das nicht geändert wird. Dass die, dass es die Dinger entweder komplett rausgenommen werden oder dass die oder schwächer gemacht werden. Oder dass die anderen auch sowas haben. Oder ich finde, man sollte auch als Fußsoldat in der Lage sein, sowas zu töten. Und nicht mit 20 Leuten, sondern auch alleine. Wenn du wenn du das Equipment dafür dabei hast, zum Beispiel diesen Ionentorpedo, du verzichtest darauf, eine komplette Sternenkarte weniger zu haben als alle andere, nur damit du diesen Ionentorpedo mitnehmen kannst, der für nichts anderes zu gebrauchen ist als für Fahrzeuge. Und dann schießt du mit denen und ist das, wie du schon sagst, als würdest du mit so einem Böhnchen auf den werfen. Das ist doch lächerlich. Wenn ich doch solche Sachen einbaue, dann müssen die One-Shot sein. Und nichts anderes. Na, One-Shot nicht. Ja, oder aber zwei. Zum Beispiel bei Battlefield. Ne? Battlefield, bestes Beispiel. Du kannst einen Panzer ausschalten, das ist kein Problem. Du musst halt zweimal im RPG treffen, genau. Aber dann ist der weg. Ja. Es gibt ja, extra Leute, extra treffen. Klassen, ja. Die man spielt. Und wenn du die Klasse hast, die extra für Fahrzeuge da ist, dann sollst du gefälligst auch das Ding zerstören können. Ja. Und hier gibt's keine Klassen, also zählen die Sternkarten. Und Sternkarte, ja, was gibt es da? Da gibt es ein Ding, was. Ist eine AFK. Jetzt bewegt er sich so ein bisschen trippig ins Stern. Pisst euch doch mal hier alle. Oh Gott. Mann. Oh, jetzt bin ich aufgeschlagen und dann voll Damage gestorben. Sehr gut. Weitermachen. Noch einer! Oh. Oh. Hä? Ich hab gar keinen Killer bekommen, dabei habe ich den getroffen. Ja, ich hab's auch alle weggemacht. Der Afgulugu schon wieder, ey. Boah, der geht mir so auf den Sack, ne? Jede Runde ein anderer. Der einfach besser ist als ich. Hä, da war doch gerade einer. Wieso bewerft die eins eigentlich alle die ganze Zeit mit Granaten? Weiß ich nicht. Woher weiß der, wo ich bin? Bam, Junge! Friss die Granate und du auch! Oh, da kommt wieder einer von hinten. Das ist so lächerlich einfach. Ich werde immer von hinten geholt. Von vorne haben sie alle keine Chance. Guck mal, wie er da an diesem Baum steht. Oh, als würde er gerade ein Häufchen machen. Naja gut, wenn die Rebellen hier campen, sind sie selber schuld. Das ist nun mal, dann sind sie dumm. Weil dann verlieren sie die Runde. Ja, aber die Rebellen siehst du ja nicht. Die sind ja grün gekleidet. Ne? Das ist richtig. Auch wenn man Schatten-Truppler spielt, hier wie ich, dann geht's auch einigermaßen. Also die Schwarzen sieht man jetzt auch nicht so gut. Ja, aber die Rebellen ist ja gar nicht. Ja, das ist ja, die haben einen blauen Kopf. Sonst siehst du die überhaupt nicht.
Oh, ich bin hier schon wieder im Wald, ey. Irgendwo das nirgendwo. Das weckt mich so auf, ne? Das ist irgendwie so buggy, keine Ahnung. Dieses Projektil löst sich irgendwie manchmal auf oder bleibt einfach irgendwo hängen, wo nichts ist. In irgendeiner Textur oder so, keine Ahnung. Das Einzige, was daran geil ist, ist es einfach direkt wieder ready. Aber es ist mega frustrierend. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie frustrierend das ist, zum 10. Mal in Folge jemanden auf 5% geschossen zu haben und du kannst danach einfach nichts mehr machen, weil du hast ja nur diesen einen Schuss. Und dann versteckt er sich irgendwo und ja, hat dann wieder 100%, sobald er rauskommt. Und dann kannst du nochmal drauf schießen. Hat er wieder 5%. Ja, das ist läppisch, ey. Wo sind denn? Ihr schießt ja, alles, auf, alles schießt Kopfschuss. Auf mich, ne? Da oben, du kleine Hure. Ich helfe dir, wo ist er? Da oben, ich sehe ihn. Alter. Rechts und rechts. Ach, komm. Von wo? Der Anton, von links und rechts. Der Anton! Wir müssen sie stoppen. Juhu, Zeuglergewehr. Nice. Nice Teamwork. Du bist jetzt ein Meister-Scout, steht bei mir. Okay. Keine Ahnung, was das heißt. Ja, denn? Genau! Ich treffe den zweimal mit dieser komischen Blaster-Pistole, mit dieser Scout-Pistole, der stirbt nicht. Ich habe den einen gerade mit dem Cycler-Gewehr getroffen, aber angeblich habe ich ihn gar nicht getroffen. Man of Steel, Junge. Asshole. Also die Aufnahmen muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Für mich, weil die ich sehen will. Die muss und DICE schicken. Ich will auf jeden Fall sehen, wie ich angeblich den Typen nicht treffe. Entschuldigung. Prost. Oh, im Nahkampf ist dieses neue Präzisionsgewehr nicht so gut. Aber auf jeden Fall besser als das alte, das muss ich auf jeden Fall sagen. Das T21B war ja überhaupt nicht zu gebrauchen. Nur, dass du die Namen auch noch alle kennst, wa? Jawohl, Kopfschuss von hinten! Woo! Fuckt euch ab, Leute. Mich will ich richtig abfucken. Hat sich auch wieder ein Baumhaus gebaut, Junge. Wo ist er, der? Komm her! Wo ist er? Oh Gott. Kommen sie wieder mit 3 Leuten. Na gut, ich war auch, hatte da auch eine sehr unvorteilhafte Position. So mitten im Spawn bei denen. Ich muss echt mal meine scheiß Kühlzelle öfter benutzen. Ne, beziehungsweise dieses Feuerbündel, was ich dabei habe. Sonst komme ich nie weiter im Huttenauftrag. Aber ich will die auch nicht einfach verschleudern. Ich will es dann schon benutzen, wenn es auch Sinn macht. Nein! Join bei mir. Bei mir dürfte eigentlich nichts los sein. Ja, muss ja da sein, was da wo ist. Was ja, ja, ich meine jetzt aber, da kannst du joinen. Boah, manchmal bin ich so ein Legastheniker, ne? Ganz ehrlich. Kann ich eigentlich in diese Angstblase mit dem Cyclergewehr rausschießen? Weißt du auch nicht, ne? Mhm, glaub nicht. Oh, Stauber! Batz, Junge! Den habe ich, glaube ich, fast alleine gemacht. Ich habe auf jeden Fall 100 Kill-Assist bekommen. Egal. Ich lauf mal mit dir mit. Geh rüber! Batz, Junge! Boah, da sind überall welche. Batz, Junge! Da kommt noch einer. Lebst du noch? Ja, ne? Die ja, aber ich Gegner. Treff ihn wieder nicht. Alter, sind überall Gegner. Hinter uns auch. Hinter dir immer noch. Ja, ich bin down. Alter, wie ich ihn auf 5 HP runtergeschossen habe, gerade eben, schätzungsweise, und dann mit der Eon-Pistole natürlich mal wieder nicht getroffen habe. Angeblich. Wo, also, bei mir war ich drauf. Aus meiner Perspektive war ich drauf. Was für eine Eon-Pistole? Ja, diese Scout-Pistole da. Ah, okay. Richtig überflüssig eigentlich ist. Ach, das steht ja, also hier bei solchen Karten ist es auf jeden Fall überflüssig. Also wenn du Fracht spielst und sowas und dann ist generell überflüssig. In diesem Computerraum und so, ja, das ist schon. Ja, die ist schon relativ schnell tot. Also am Anfang dachte ich auch, sie ist der größte Scheiß. Das ist ja so eine Sniper-Pistole, so in dem Sinne. Ne? Ja, Sniper nicht. Das ist eigentlich schon eher für den Nahkampf. Warum hat die dann so ein krasses Visier? Ach so, du meinst diese Scout-Pistole. Moment, das ist diese, die so anvisieren muss. Die so ja, aufladen genau. Muss. Ach so, nee, dann habe ich gerade von was anderem gesprochen. Ich habe auch hier so eine. Was ist denn das andere, was ich meine, die 2 Schüsse abgibt? Blasterpistole. Ach so. Weiß ich nicht. Doch, von der spreche ich nämlich die ganze Zeit. Nee, dann damit. Nee, der musste aber doch nicht anvisieren. Bei dir ist übelst musst die Action, du nicht. Alter. Da geht's übelst ab. Ja, ich habe auch gerade 4 Leute gekillt. Ich habe es gesehen. Die wollte ich gerade alle holen und dann. Ja, das heißt alle, zumindest ein paar.
So, oh, zeig gleich wieder. Schieß mal wieder mal an. Das macht aber auch kaum Schaden, das Ding. Ist wie so ein Tacker. Oder so. Pass auf, da oben ist auch noch einer. Nein, den habe ich so angeschossen. Oh, ich Idiot. Also diese Scout-Pistole hat aber auch Doppelschuss quasi. Also schießt dann so zweimal so pipiu. Ja, genau. Das ist aber die ich meine. Du meinst dann was anderes. Die muss man doch gar nicht anvisieren. Die schießt doch direkt. In dem Moment, wo du drückst, macht er doch die zwei Schüsse. Nö. Hä? Und dann gibt's noch dieses, die so eine Rakete abschießt. Und die muss man so anvisieren. Hä? Ja. Nee! Komm mal her! Die hier meine ich, die kleine. Ja, genau. Die macht so zwei rote Laserstrahlen. Grüne. Hä? Oder? Weiß ich gar nicht. Nein, die wären rot. Komm schon. Ja! Kopfschuss! Alter, ich habe eigentlich auf den anderen gezielt. Das war mal geil. Da waren zwei direkt hintereinander. Ich ziele auf den rechten und treffe aber den linken und gebe dem direkt Headshot. Das kann nicht sein! Nein, verheizt. Ich hab gerade wieder so ein Fail, das hat tausend gemacht. Ich bin so gut, ey. Ich hab gerade im Nahkampf einen mit dem Cycler-Gewehr geholt, ey. Ich bin einfach. Ja, ich hab gerade mit dem Nahkampf, mit meiner komischen Nagelpistole da von daneben geschossen. Obwohl er war so nah vor mir. Das ist das Krasse. Also, zum Greifen nah. Wenn du wirklich beide Schüsse triffst, dann ist er tot. Egal wohin du schießt. Ich glaube, du kannst in den C schießen. Und der ist tot. Nach zwei jetzt sehe ich aber anders. Aber du musst doch wirklich beide treffen. Denn das Dumme ist, wenn du nämlich einen davon nicht triffst, bis er die Waffe weggepackt hat und bis du deine normale Standardwaffe wieder rausgeholt hast, bist du eigentlich immer tot. Ist so meine Erfahrung. Weil meine Erfahrung ist, die Waffe ist einfach überflüssig. Ja, also ich habe es wirklich lange Zeit auch gesagt, dass die wirklich komplett überflüssig ist. Ich bin ist jetzt komplett überflüssig. Ja, ich bin auch immer noch kein Riesenfan davon. Darf man jetzt nicht falsch verstehen. Aber sie ist auf jeden Fall nicht so kacke, wie ich dachte. Also ich habe am Anfang, das ist ja die erste, die man freischaltet, glaube ich. Pisser. Und dann habe ich mit der gespielt, weil ich gedacht habe, oh, geil, was Neues, ne? Genau. Die war von Anfang an, die ist von Anfang an überflüssig. Aber von Anfang an habe ich gesagt, die ist scheiße. Ja, ich auch. Also am Anfang habe ich gesagt, das ist der größte Rotz. Den würde ich nicht mal geschenkt nehmen. Also ich sehe da kein Power-Up, das ist eine Schwächung, wenn man damit rumläuft. Hatte ich immer. Ja, weil du ja ein Dings weniger hast eigentlich. Genau, aber ja, weil du einfach nicht schießen kannst. Das sind diese zwei Kugeln. Aber wenn du die wirklich triffst, wenn man ein bisschen gut aimt, dann ist die wirklich gar nicht so schlecht. Also, weil die halt wirklich, das ist ein Free Kill, wenn du im Nahkampf bist. Ja, wenn. Zum Beispiel jetzt gerade hatte ich eine Szene, wird man bei mir sehen auf dem Kanal, wo ich gerade um einen rumgelaufen bin und es voll lange gedauert hat. Oh, du Stauber. Bis. Ich weiß gar nicht. Ach so, du hast es gar nicht, stimmt. hinter mir. Es hat voll lange gedauert, bis derjenige gestorben ist. Und wenn ich diese Scout-Pistole in dem Moment gehabt hätte, dann wäre der direkt tot gewesen. Nee, wir meinen nicht dasselbe, ganz ehrlich. Doch, 100%. Nein. Doch, ich weiß, welche du meinst. Die macht Piu Piu, wenn du einmal drückst. Und dann hat die Cooldown. Ja. Ja. Aber die ist voll scheiße. Ja, die ist auch scheiße. Du musst nur treffen. Und man muss halt nah dran sein. Dann ist sie bei mir auch scheiße. Weil es dauert halt alles Ewigkeiten. Es dauert eine Ewigkeit, bis er die rausgeholt hat. Es dauert eine Ewigkeit, bis er schießt. Es dauert eine Ewigkeit, bis er die weggepackt hat. Bis dahin. Also, ja, Entschuldigung mal bitte. Wegpacken stimmt auf jeden Fall. Also, ich mach das immer so, wenn ich die weiß, die ist ready. Die hat gerade keinen Cooldown und ich bin jetzt gerade im Nahkampf und ich erwarte, dass eventuell einer im Nahkampf kommt. Dann hole ich die immer schon mal vorher raus, damit ich direkt schießen kann, wenn der kommt. Also, ich die nicht erst rausholen muss. Und dann taugt die. Jetzt habe ich gegen das Schild geschossen! Oh nee, das Spiel macht mich auch fertig, ne? Och, Cycler-Kills. Wo sind die Spezies? Ach, komm schon, wo seid ihr? Na, da kommen sie alle. Oh komm, Mann. Da ist bestimmt einer dabei, der nicht 100% hat, oder? Jawohl, nee, Kopfschuss. Weißt du, dann nimmst du einen mit und dann popelt dich da so ein anderer weg, ey. Zum Kotzen manchmal. Ich habe irgendeine Tagesherausforderung abgeschlossen. Haben wir gleich gewonnen? 5000 ne? Punkte. Ja, eine Minute. Wenn wir das halten, ja. Na, easy. Irgendwie. Ja. Was soll, links von dir? Nochmal Cycler. Der letzte Kontrollpunkt ist in Kürze in Feindeshand.
Oh, ich hol sie alle, ich hol sie alle. Den machst du weg, Junge. Läuft. Oh, das wird einfach angenommen. Oh, Kamera. Ah, nein, daneben geschossen. Ich bin hier drin gefangen, ich komme nicht mehr raus. Wo bist du? Ich mach mal Partner-Spawn, vielleicht sterbe ich dann auch. Alter, den habe ich gerade gar nicht getroffen. Ich habe die ganze Zeit auf den geschossen, auf den du auch geschossen hast. Hab nicht einen Hit gemacht. Komm, wir haben jetzt gleich gewonnen. 9 Sekunden noch, ich muss noch einen Cycler-Gewehr-Kill machen. Mach doch. Ja, ich versuch's, wo sind die? Da ist einer. Nein, da fällt der schon vorher um. Naja, egal. Ja! Sieg! Junge, ich bin ausgeglichen. Herrlich. Ha, geil. So läuft das nämlich. Da ist der Alex ganz ausgeglichen. In Stats und im Innerlichen. Ja. Höchste Punktzahl habe ich. Nice. Ich finde ja diese Bilder so hässlich alle, ne? Bei PS. Alles Mongos, ja. Gut, das soll es ja gewesen sein für diese Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn wir hier nur am Rumfluchen sind. Ich bin übrigens jetzt Rang 51. Mal gucken, ob ich bin Rang 19. Mal passt. Denn ich war schon mal Rang 51, ist das Lustige. Dann haben die gesagt, nee, den wollen wir nicht. Ja, jetzt steht da auch gerade wieder, ich bin Rang 51. Und hier, jetzt die Gesamtpunkte, wie sieht man da mir auch, steht auch immer 0 gleich 0. Ich krieg die Credits aber gut geschrieben. Mich würde mal freuen, wenn einer von euch, falls ihr noch gerade dabei seid und überhaupt noch zuhört, falls es noch einen gibt, dass ihr mir mal in die Kommentare schreibt, für die Leute, die das DLC haben, ob die auch den Bug haben, dass die Credits nicht mehr angezeigt werden am Ende der Runde. Das habe ich nämlich seit dem DLC. Also seitdem ich den Season Pass gekauft habe. Tja, hätte es mir nicht machen sollen. Ja. Ist auf jeden Fall mies. Ja. Gut, das soll es ja gewesen sein. Ich wollte noch irgendwas anderes sagen, das habe ich jetzt aber gerade vergessen. Ist nicht so wichtig. Alter Mann. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Haut rein, Leute.